Hallo und herzlich willkommen zu Plenum TV, Ihrem monatlichen Magazin rund um Bayerns Politik hier bei ISA TV. In unserer September-Ausgabe beschäftigen wir uns mit dem Rücktritt von Staatskanzleichefin Christine Haderthauer und der Ernennung von Ulrike Schaaf zur neuen Umweltministerin. Außerdem hat Bayern jetzt einen Notfallplan, durch den die Flut an Asylbewerbern aufgefangen werden soll. Doch beginnen wollen wir mit unserem Abgeordnetenporträt in 100 Sekunden. Eva Gottstein, 64 Jahre alt, verheiratet, 4 Kinder und Abgeordnete im Bayerischen Landtag. Die gebürtige Eichstätterin ist ihrer Heimat treu geblieben. Als Realschullehrerin unterrichtete Eva Gottstein an verschiedenen Orten in der Region. Letztendlich aber blieb die Bischofsstadt für sie immer der Lebensmittelpunkt. Ich bin hier geboren, hier sind unsere Kinder in die Schule gegangen, hier bin ich als Lehrerin in die Schule gegangen und letztendlich war hier auch mein politischer Start. Ich liebe diese Stadt. Seit 1996 sitzt sie im Stadtrat. Bald darauf ist sie das Gesicht der lokalen Freien Wähler. Sie steigt in den oberbayerischen Bezirksvorstand auf und macht landesweit als Bildungspolitikerin von sich reden. 2008 dann der Einzug in den Landtag. Ich war vorher Lehrerin und Schulleiterin und ehrenamtlich Politikerin. Jetzt bin ich hauptamtlich Politikerin, natürlich immer noch der Bildung stark verbunden. Ja, das ist nochmal eine Phase, die man an sich in diesem Alter nicht mehr erlebt und ich möchte keine Stunde missen in dieser politischen Tätigkeit. Dass in Eichstätt die Freien Wähler den Oberbürgermeister stellen, ist auch der Verdienst von Eva Gottstein. Als politischer Nobody deklassierte Andreas Steppberger 2012 den etablierten CSU-Bewerber. Solche nachhaltigen Erfolge vor Ort festigen in ihren Augen auch das Profil der Freien Wähler auf Landesebene. Man merkt auch momentan, dass eine absolute Mehrheit wieder zu solchem Hochmut verführt, dass ich überzeugt davon bin, dass wir 2018 wieder andere Wahlergebnisse haben werden. Der September sollte Bayerns Politikern eigentlich noch der Erholung dienen. Doch gleich zu Beginn tritt Staatskanzleichefin Christine Haderthauer zurück. Marcel Huber übernimmt kurzerhand ihr Amt und die bis dato noch unbekannte Ulrike Schaaf aus dem Stimmkreis Erding, ja, die wird neue Umweltministerin. Früher als gedacht versammelten sich Bayerns Politiker im Landtag. Der Grund? Christine Haderthauer. Fast ein Jahr war sie Leiterin der Staatskanzlei, dann reichte sie ihren Rücktritt ein. Eine Entscheidung, die für die Opposition viel zu spät kommt. Deshalb besteht auch die Landtags-SPD auf einen Untersuchungsausschuss. Wie kann es eigentlich sein, dass Privatpersonen Gewinne rausziehen aus einer im Prinzip staatlichen Institution? Und natürlich muss auch die Frage beleuchtet werden, inwiefern hat Frau Haderthauer die Staatskanzlei missbraucht für private Zwecke? Haderthauers Rücktritt ist der sogenannte Modellauto-Affäre verschuldet. Hier ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Betrugsverdachts gegen die CSU-Politikerin. Ihren Posten an der Spitze der Bayerischen Staatskanzlei übernahm kein Unbekannter. Marcel Huber war bereits 2011 ein halbes Jahr lang Leiter der Staatskanzlei. Herr Huber ist ein seriöser Politiker, der über Parteigrenzen hinweg geschätzt wird. Deshalb ist, wenn man diese Stelle denn nachbesetzen möchte, ist diese Vakanz ordentlich besetzt worden. Die Überraschung des Monats dürfte wohl die Leitung des Ministeriums für Umwelt- und Verbraucherschutz sein. Hier wurde Ulrike Scharf, eine 46-Jährige aus Erding, von Horst Seehofer auserwählt. Sie galt bisher als eher unauffällig. Ja, ich danke vor allen Dingen dem Herrn Ministerpräsidenten Horst Seehofer für dieses große Vertrauen meiner Fraktion, die wirklich großes Vertrauen auch in mich setzt. Und ich habe nicht damit gerechnet, die Überraschung ist natürlich da, aber ich freue mich unheimlich auf diese neue Aufgabe, auf diese neue Herausforderung und werde mit großer Leidenschaft eintreten. Ich denke, dass ich eine gewisse Phase brauche, um die Themen in ihrer Vielfältigkeit, die dieses Ministerium bietet, einfach aufnehmen kann. Frau Schaaf ist bislang nicht aufgefallen durch fachpolitische Initiativen im Bereich der Umweltpolitik. Sie war noch nicht mal Mitglied der entsprechenden Fachgremien in der CSU-Fraktion oder in der CSU-Partei. Deshalb ist diese Personalfrage eine echte Überraschung. Hier müssen sachfremde Erwägungen eine Rolle gespielt haben. Die bislang erworbene Kompetenz hat sicherlich keine Rolle gespielt. Die gelernte Bankkauffrau und Diplom-Betriebswirtin gehörte bereits von 2006 bis 2008 für den Stimmkreis Erding dem Bayerischen Landtag an. Nach einer Unterbrechung erhielt Schaaf im vergangenen Herbst das Mandat erneut. Die 46-Jährige ist seit 2011 Schatzmeisterin der CSU und Präsidiumsmitglied. Der nachhaltige Umgang mit Ressourcen, die Bewahrung der Schöpfung,
die Sicherung unserer Lebensgrundlagen. Das ist die Richtschnur, in der ich mich bewegen möchte. Und für meine Begriffe ist Ökologie und Ökonomie in sich überhaupt kein Widerspruch, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass man hier mit Anreizkultur statt Ordnungsrecht und mit Kooperation statt Konfrontation auf dem richtigen Weg ist. Die Berufung Scharfs ins Kabinett war da nur eine Formsache. Schließlich hält die CSU die Mehrheit im Bayerischen Landtag. Für den CSU-Fraktionsvorsitzenden Thomas Kreuzer ist der Ablauf der Geschehnisse regulär und auch vollkommen nachvollziehbar. Er steht hinter den Entscheidungen des Ministerpräsidenten, anders als manche Abgeordnete. Thomas Kreuzer, Sie sind Fraktionsvorsitzender von der CSU. Wie sehen Sie denn die Ernennung von Marcel Huber zum Staatskanzleichef? Ist das eine gute Wahl? Er hat es ja schon mal gemacht. Das ist eine sehr gute Wahl, eine ganz starke Besetzung. Marcel Huber war ja mein Vorgänger als Staatsminister in der Staatskanzlei. Er hat dies bereits gemacht, er hat dies gut gemacht. Und deswegen wird er eine große Unterstützung der politischen Arbeit sein und auch sein Verhältnis zur CSU-Landtagsfraktion, zu meinen Kollegen und Kollegen ist gut, ist entspannt. Dies wird eine gute Zusammenarbeit und ich gratuliere ihm. Nun ist ja der Posten des Staatskanzleichefs in sehr kurzer Zeit sehr häufig vergeben worden. Ist das so quasi der Feuerwehrstuhl? Es war so, dass die Inhaber jeweils für andere Ämter gebraucht worden sind, teilweise außerhalb der Politik, in meinem Fall als Fraktionsvorsitzender. Also keiner der Minister ist irgendwie gescheitert, sondern er ist anderweitig in der Politik gebraucht worden. Der Staatskanzleichef ist genau wie der Fraktionsvorsitzende ein Generalist, der muss sich mit allen Politikfeldern befassen und ist somit natürlich auch vielseitig einsetzbar. Ich hoffe aber jetzt, dass wir ein paar Jahre, nämlich diese Periode, beim Staatskanzleichef Huber bleiben. Dies ist auch ein gewisses Zeichen der Kontinuität und dies wäre auch im Interesse des Ministerpräsidenten natürlich. Kommen wir mal zu seiner Nachfolgerin, der Frau Ulrike Scharf. Was waren denn jetzt hier die Kriterien dafür, dass sie ausgewählt wurde? Ulrike Scharf ist bereits das zweite Mal im Landtag. Sie ist in der vorletzten Periode nachgerückt und dieses Mal direkt gewählt worden. Das heißt, sie hat eine gewisse politische Erfahrung. Es ist auch klar, dass wir versuchen, dass beide Geschlechter im Kabinett angemessen vertreten sind. Frau Haderthauer ist ausgeschieden und eine Frau ist nachgerückt, sodass sich dies nicht verändert hat. Ich kenne sie mit Führungsqualitäten. Sie kommt aus einem mittelständischen Betrieb. Sie hat Betriebswirtschaft studiert. Sie hat diesen Betrieb mitgeleitet und ich traue ihr zu, ein Ministerium zu führen. Darauf kommt sie in erster Linie an und sie wird sich auch sehr schnell noch näher in die entsprechenden Umweltthemen einarbeiten. Da bin ich mir sicher. Ich bin mit der Wahl des Ministerpräsidenten sehr zufrieden. Ich habe es mir nicht vorstellen können, dass jemand, der so große Verantwortung trägt, wie jetzt die Frau Haderthauer als früher Ministerin, dann Staatssekretärin, dass man sowas zustande bringt. Also es ist für mich völlig unvorstellbar und ich bin schon der Meinung, dass wir mit einem Untersuchungsausschuss dem Ganzen auf den Grund gehen müssen und vor allen Dingen deutlich machen, dass der Bayerische Landtag, also wir alle Mitglieder mit dem nichts zu tun haben wollen, was da passiert ist, wenn man Menschen, die eigentlich auf Hilfe angewiesen sind, in der Psychiatrie sind, und oder wo auch immer untergebracht, dass man die so ausnutzt, was ja wohl geschehen ist. Das, was strafrechtlich relevant ist, wird ja von der Staatsanwaltschaft geprüft. Da warten wir in absehbarer Zeit auf ein Ergebnis. Und sonst ist sehr viel aus meiner Sicht parteipolitisches Manöver. Ich persönlich halte nach all den Dokumenten, die ich kenne, die Christine Haderthauer für unschuldig und zwar sowohl strafrechtlich wie auch moralisch. Kommen wir zum zweiten Thema, das die Abgeordneten hier im September beschäftigte, nämlich der Ansturm an Asylbewerbern. Damit hat Bayern wirklich nicht gerechnet. Etwa 12.500 Flüchtlinge waren es schon im ersten Halbjahr. Die zwei Erstaufnahmeeinrichtungen in Zirndorf und München platzen aus allen Nähten. Und die Opposition will schon vor Jahren gewarnt haben, dass dies so kommen werde. Nun will Sozialministerin Emilia Müller mit einem Notfallplan wieder Herrin der Lage werden. Und hierfür ist wichtig ein Dreiklang. Ich will das nochmal sagen, ein Dreiklang. Ansonsten gehen uns die Leute nicht mit. Zum einen, die ungerechtfertigte Einreise muss verhindert werden.
Der zweite Punkt ist die Durchsetzung der Ausreisepflicht. Und der dritte Punkt ist die Hilfe für die zu Recht bei uns Schutzsuchenden. Klare Ziele, formuliert von Bayerns Sozialministerin auf der Sondersitzung im Bayerischen Landtag. Emilia Müller hatte vorzeitig den Asylgipfel in der Staatskanzlei verlassen, um zunächst dem Sozialausschuss Rede und Antwort zu stehen. Für die Opposition die Gelegenheit der Meinungsäußerung. Dabei besonders in der Kritik das zu späte Handeln der Regierung. Die Experten haben davon geredet. Schaut man die Tagesschau an, hätte man wissen müssen, dass es noch höhere Zugangszahlen gibt. Und das Land Bayern hat sich auf diese Situation nicht eingestellt. Sie haben in der Asylpolitik vollkommen versagt. Derzeit, das kann ich eigentlich nicht als Krisenmanagement bezeichnen. Das sind für mich eigentlich wirklich außerordentlich fragwürdige Last-Minute-Actions. Langfristig hat die CSU in Bayern vollkommen ignoriert, dass Deutschland und damit auch Bayern ein Einwanderungsland ist. Wir müssen schauen, wie wir schnell das jetzt lösen. Also das Problem sind Baugenehmigungen für Erweiterungen, sind Ausschreibungsverfahren. Wir sind die Politiker. Wir müssen diese Verfahren endlich genehmigen und verkürzen und da Sonderwege finden. Attacken, die Sozialministerin scheinbar unbeeindruckt wegsteckt. Schließlich weist man in der regierenden Partei alle Vorwürfe von sich. Frau Weikert, wenn Sie sagen, seit 2008 ist diese Entwicklung oder diese Steigerung absehbar, dann muss ich Ihnen wahrsagerische Fähigkeiten unterstellen. Keiner konnte 2008 wissen, wie sich diese Anzahl der Krisen auf der ganzen Welt entwickeln. Ich habe in der Notsituation schnell und entschlossen gehandelt. Und zwar mit den Regierungen, mit den Kommunen und mit der Wohlfahrtspflege, mit allen Verbänden zusammen. Und ich kann nur sagen, es war alles ein motiviertes, engagiertes Vorgehen von allen miteinander. Ende Oktober sollen die Erstaufnahmeeinrichtungen in Zirndorf und in München entlastet werden. Eine Dependance ist in Regensburg mit 250 Plätzen geplant. Für Mitte 2015 sollen auch in Bayreuth die ersten Asylbewerber aufgenommen werden können. In Augsburg in der zweiten Jahreshälfte 2015. Ebenso sind in Deggendorf und Schweinfurt Einrichtungen geplant. Insgesamt will man die derzeit 3.500 Unterkunftsplätze in Bayern bis Jahresende auf 6.600 aufstocken. Immerhin, erste Erfolge in Sachen Unterkunft konnten bereits jetzt schon erreicht werden. So wird in den nächsten Tagen eine alte Kaserne bei Ingolstadt inspiziert und anschließend saniert. Aber nicht nur den Sozialausschuss beschäftigt die Thematik, nein, der gesamte Landtag hatte die Asylpolitik in der Sondersitzung behandelt. Also erstens, wir brauchen für die Flüchtlinge, die kommen, sofort gute Unterkünfte. Denn ich glaube, das ist das humane Bayern den Flüchtlingen schuldig. Da werden ja gerade 5.000, 6.000 neu geschaffen. Das Zweite ist, wir müssen natürlich dafür sorgen, dass diese Ströme mehr gelenkt werden. Also es kann nicht ganz Afrika nach Bayern oder nach Deutschland kommen. Das ist eine Verantwortung auch der Länder dort. Und drittens, wir müssen dafür sorgen, dass alle Länder in Europa sich beteiligen. Im Moment sind es ganz wenige. Also erstens mal ist es eine verfahrene Situation und da schnelle Hilfe zu organisieren, ist natürlich jetzt ein bisschen eine große Überforderung, weil man schon viel länger was machen hätte müssen. Also ich bin jetzt bei mir zu Hause auch damit konfrontiert. In meinem Heimatort sind jetzt Asylbewerber untergebracht worden in einem Altbau, wo man idiotischerweise kein Stück Garten dabei ist, aber sehr viele Kinder jetzt untergebracht werden müssen. Also ich finde es wirklich schlimm, den Menschen gegenüber, die zu uns kommen, weil sie am Ende sind, weil sie Hilfe brauchen und dann sind wir so schlecht vorbereitet. Also das ist eines Landes wie Bayern und Deutschland nicht würdig, so mit den Menschen umzugehen, die in Not sind. Also dem Moment, wo sie da sind, die Flüchtlinge, muss man sie ordnungsgemäß, sauber, anständig, sozialverträglich unterbringen. Und dazu brauchen wir jetzt zum Beispiel schnell Gebäude, auch der Bundeswehr. Es gibt eine Menge leerstehender Kasernen, die geeignet sind, etwas neu zu bauen, der viel länger als verfügbare Gebäude jetzt gleich einzusetzen. Und da sehe ich die Bundeswehr in besonderer Weise gefordert, denn da gibt es eine Menge von Gebäuden, die ja auch bisher zu Wohnzwecken genutzt waren für Soldaten und die muss man dann natürlich einsetzen. Das war wieder Plenum TV, das Magazin für ISA TV. Vielen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Ciao, servus.